Ein fröhliches Sonntagshallo, liebe Freunde meines Kanals, hier mitten aus World of Tanks. Ich wollte euch halt mal ein paar Ründchen mitnehmen. Einfach wahllos, der ganz normale Sonntagswahnsinn. Ja. Und wie ist es mit Firlefanz? Entschuldigung, mein Mikro. Moment, Schluck Kaffee. Viele wissen Bescheid, was mein großes Problem ist immer. Abgesehen vom fehlenden Skill, Kohle. Ich habe keine Kohle, also werden wir uns den ganzen normalen Random Wahnsinn in meiner Bank of America geben. In meinem Patriot. Let's go! Oh Gott, das will ich heute nicht so lang schlafen. So, was haben wir hier? Der ganz normale Random Wahnsinn. Ich nehme euch jetzt einfach wahllos mit. Zwei, drei Matches. So. Ah, okay. Wir haben eine Lorne M40. Passt. Oh, TD-Schlacht. Also nicht aufgehen. Okay. Zwei Arti fahre ich ungern ins Tal. Jo, zwei Arti auf Lakeville, ja. Fahren wir klassisch. Wir nehmen auch kein Gold, weil ich Kohle machen muss. Ich bin ja gerade auf der Reihe zum WZ. Ich zeig's euch nachher. Auf Lakeville kommt es immer darauf an, dass wir in der Mitte den Spot haben. Wenn du den nicht hast, verlierst du die Karte in 80% der Fälle. Fahren schön alle Bäume um. Na, Patchet. So, sehr schön. Eines Fressi. Ein bisschen weg hier, weil hier jagen sie auf Blind Shots rein. Na, oh, wir haben sehr gute Lights. Guck mal. Sehr schön gemacht. Wunderbar. Ein Traum. Sehr schön. Guck dir mal den WZ an. Ah, Poketto verpisst sich. Ich will die Su. Ah? Nein! Ich wollte eigentlich runterfahren. Solange wir den WZ da stehen haben, ist alles gut, denke ich. Jawohl, jetzt verpisse ich mich. Gut, wir pingen mal ein bisschen wild in der Stadt rum und dann let's go into the action. Yes! WZ ist tot. Ah, das Skorpion. Ah, da krieg ich ein Schüsschen drauf. Na, komm. Schon gesagt, dass ich Batchet-Ärsche mag? Wichtig ist manchmal ein bisschen Geduld zu haben. Einfach ein bisschen abwarten. Spiel gerade gar nicht groß hier auf Sieg. Ich will nur möglichst lang meine Kanone im Spiel halten und Kohle machen. Okay, Udes hat die Schnauze voll. Nur ein bisschen den T28 unterstützen, damit er nicht alleine ist. Mr. Schlaumeier. Warte mal. Ach,
Jetzt den T28 unterstützen. Oh Mann, da ist noch einer. Unangenehm, dieses Ding. Ich mag keine T28, da könnte ich einfach nur. Müssen wir aufpassen, dass wir nicht von der Mitte beschossen werden. Da kriegen wir ein paar Sideshots rein. Den Rheinmetall vielleicht. Scheiße, jetzt bin ich tot. Kommen wir auch nicht mehr weg. Ja, da kommt er schon. Der ging voll durch ihre Panzer. Kette wurde getroffen. Sie kann jeden Moment reißen. Komm denn. Geschütz getroffen. Ein Schuss noch. Unser Munitionslager wurde. Scheiße, jetzt bin ich doch tot. Feuererlaubnis erteilt. Gut, ich habe meine fast 2000 gemacht. Meine Kohle ist am Start, Freunde. Ich war halt jetzt ziemlich allein in der Stadt. Oh. Mr. Lanzen ist, glaube ich, durchs Valley gefahren. Jo. Kann man machen, muss man nicht machen. Hm. Oh, jetzt wollte ich mir gerade diese schöne Deko angucken. Na gut, das gibt Kohle. Ich habe kein Gold geschossen, glaube ich. Ja, ich habe kein Gold geschossen. Schauen wir mal, was rausspringt. Oh, so ein Wrack ist auch nicht schlecht. Abdul Allah Gure hat mich rausgenommen. Oh. Moment. Ach ja, ich liebe es. Tschüss, Udes, oder? Zurück zur Garage. So, ich muss ein bisschen Action bringen, Leute. Das gehört zum guten Ton bei World of Tanks. Man muss auch manchmal einen Kessenspruch auf der Lippe haben. Obwohl, so Kess war der nicht. So, let's go into the action. Borghetto. Okay, Top-Tier. Es ist meistens so eine Sache bei mir mit Top-Tier. Hm. Ah, der Kaffee ist ja wieder super heute. Also, falls ich für irgendein Unternehmen Kaffeewerbung machen darf, schreibt mich an, mache ich gerne. Ich kann es so richtig zelebrieren. Okay, ich versage meistens total, wenn ich Top-Tier bin. Jo. Geil, oder? Man sagt sich immer, ja, du musst Verantwortung unternehmen. Jetzt geht's ab, jetzt bist du der Babo, jetzt machst du das. Nee, nee. Ich platze meistens nach 2 Minuten. Am besten bin ich gegen mit dem 8er gegen 10er oder 9er. Aber jetzt schauen wir mal. Der Wochen. Na? Lass mich doch vorbei, Süßer. Der Wochenendwahnsinn ist gut, aber auch schlecht. Manchmal ist er gut und manchmal ein paar ganz wagemutige. Warte mal, die da so runterfahren. Schon quer rüberfahren. Und auf die wollen wir mal spekulieren. Irgendein Wahnsinniger vielleicht? Haben wir einen Wahnsinnigen im Angebot? Na, 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 na. Oh!
Mon Dieu, das wäre fast schief gegangen. Manchmal hat man Glück. Seht ihr das hier? Und die fahren hier unten schon lang. Gerade hier am Wochenende hat es 4 Anfänger. Also noch blutigere wie ich. Und da kann man schon mal Free Damage machen. Jetzt muss ich mit meinem Mate hier lang. Okay, alles klar. Turm habe ich schon mal gar nicht. Wir gucken jetzt mal einfach. Wir als Glaspanzer schauen, was für Möglichkeiten wir haben. Wo können wir pieken? Wo können wir ärgern? Da kommt die Kavallerie da drüben. Okay, da kommen sie schon. Hi! Okay, läuft. Super Trade. Ach, wie schieße ich denn? Konzentrier dich mal. Heieiei. Huch, ich bin immer so nervös. Und da MXM4 ist sehr unangenehm. Vom Turm her. Ich mache jetzt hier einfach meinen Pflichtjob. Aimen und zielen. Zielen nicht vergessen. Wait for him. Gut. Sehr schön. Ist da noch einer? Nee, komm, wir drücken rum. Holy shit! Was war da mit dem Fels los? Ich hab rausgescrollt. Fängst du dir den Süßer? Okay. Oh mein Gott. Okay, let's go. Let's go! Ach komm. Der Knirpen campt der? Schafft ihr den? Ich meine, ihr kennt man ja im Arsch. Hallöchen. Huhu. Wie bitte? Die Turmsteuerung, das gibt's auch gern beim Brogetto, die Turmsteuerung. Mal warten hier. Drum habe ich auch in dem 2 Rapkits. Scheiße, gepennt. So Boys, wo seid ihr? Ich brauche einen Spot, ich kann nicht... Ah, da ist er. Aber leider bin ich kein Held, ich habe einen Glaspanzer. Brauche ich gar nicht hier versuchen, mit einem Knirpen zu traden. Krieg nur auf den Sack.
Gut. Ja. Passt einigermaßen. War ziemlich langweilig am Anfang auch. Gut. Normalerweise vergeige ich es immer sofort als Top-Tier. Passt. 2000 Damage macht wie viel in der Kasse? Wichtig beim Geld machen. Pro Ghetto oder Premium ist es scheißegal, welcher Panzer. Was wollte ich sagen? Kein Gold schießen. So. Guck mal, 60.000. Passt doch, oder? Gut, jetzt sind wir wieder einigermaßen solvent. Immer wenn ich über 250.000 habe, ist es okay. Jo. Ich sehe, der Kanerven hat auch nicht viel mehr. So, wo ist meine Bank of America? Der ist trotzdem besser, der macht mehr Credits. Was ist denn heute los hier? Schon wieder Top-Tier. Ja, Pflichtprogramm in dem auf dieser Karte, wenn wir nur eine Art hier auch haben, Richtung Hill. Die Frontplatte ist, sagen wir mal gelinde gesagt, Schrott. Schrott. Turm ist gut. Du müsst immer ein bisschen gucken mit dem Coppola, bisschen bewegen. Also, was hast du zu tun mit einem guten Turm auf der Karte, wenn das Team einigermaßen mitspielt? Hochfahren. Okay. Möglichst weit links fahren, sonst kriegst du nämlich den ersten Spot in die Seite, sagen wir mal so. Und die ziehen dir schon mal ein paar HP. Ja, ist er nämlich schon. Okay, ist ein EBR. Komm, 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 komm. Sexy, oder? Der Amerikaner. Dreht relativ schnell das Türmchen. Mach das mal im E100. Du kannst einen Kamillentee kochen dabei. So, in der Zeit. Jawohl, so Mua tot, EBR tot. Fängt gut an. Brauche Action hier. Ich brauche Hilfe. Ich brauche Unterstützung. Okay. So klein wie. Halte mich doch nicht auf. Im AMX 65 Tonnen. Ein Löwe-Frontal ist auch verdammt unangenehm, wenn der hochfährt. 53er hinter mir. Das sieht nicht gut aus. Hast du mit? Ah ja, fährt mit. Ich versuche gleich hier hochzudrücken. Das obere Plateau gewinnen ist immer wichtig. Defend 4000 ist unten geblieben. Guckt immer ein bisschen auf die Minimap. Wo sind welche Panzer? Komm, auf geht's. Löwe, komm, ich lad Gold. Ich wollte eigentlich Kohle machen, aber in solchen Fällen muss man mal auf die 2 drücken. Wenn euch wundert, dass ich immer so ranscroll, ich gucke immer, wie die Position ist von meiner Unterwanne. Jetzt warten wir erstmal. Wir haben wenig Support hier oben. Ich denke, es wird eine kurze Runde für mich. Jo. Wer hat denn das hingekriegt? Achso, dann war nur die Kette. Ich sag, ich hatte doch vorhin schon mal schon einen. Ah, da kommt schon der Löwe. Thank you.
Nicht über Winkel. Ah, der setzt mich jetzt halt auf Dauerkette, ne? Scheiße, danke. Okay, du. Panther. Nein, ich. Oh! Jetzt zerschießt er mein Häuschen. Coppola. Und der nächste AMX. Ich könnte kotzen. Ich könnte kotzen. Coppola, Coppola. Komm, zeig mal eure Pimmel. Sorry. I need a Coppola. Oh, geh mal safe, Panther, komm. Das bringt nichts, mit der Adi zu traden oder... Ah, jetzt kommt er. Komm. Jawohl. Fein. Fuck. Sollen wir all in gehen? Nein, der ist auch One-Shot. Scheiße. Das ist scheiße, Leute. Das ist echt scheiße. Geh safe. Ferdinand, kannst du mal da hochkommen? Ist mir zu heiß hier. Da haben wir noch einen Panther, ne? Ach. Ich glaube, ich mache das anders. Komm, lass uns abhauen. Manchmal ist es besser, sich ein bisschen zurückzuziehen und zum TD zu fahren. So, hier halten wir sie offen. Sieht's da hinten aus. So. Sieht nicht gut aus, das haben wir verloren. Ach, ich gehe Risiko, komm. Ja, da ist er schon. Wo ist mein TD? Der ging nicht durch. Fuck. Das ist aber auch schwer zu treffen. Jetzt hab ich. Ja, jetzt fickt mich die Art, die ist mir egal. Muss ich aufpassen. Ja, jetzt bin ich tot. Schade! Und ist da oben verloren. AMX 65 Tonnen ist halt schwierig, der Coppola, ne? Ganz ehrlich. Ich glaube gar nicht, ich weiß gar nicht, ob das unbedingt ein Weak Spot ist. Ja. Fehler. Der Ferdinand hätte ein bisschen aufrücken sollen oben. Das ist das Problem. Mitdenkende TDs. Was verstehe ich unter mitdenkend?
Es sind TDs, die sehen, dass die Heavys vorne halt einen Fight haben. Die sehen, dass sie nur eine Arti oder keine im Spiel sind. Und wenn sie nicht wirken können richtig und die Heavys nicht unterstützen können, fahren die einfach ein bisschen hinterher. Immer noch safe, dritte Reihe oder zweite Reihe, aber können auch wirken. Wenn sie weiter schön in ihrem Wäldchen stehen und die Grillwurst auspacken, ist ein bisschen problematisch. Ich glaube, das war auch das Problem. Er hat zwar hier, guck, das seht ihr, nee, nicht zwar, sondern er hat 750 Damage gemacht, aber war gut. Oh Gott. Ja. So viel zum Thema, der ganz normale Sonntagswahnsinn. Wir haben 26.000 Gefechte und eine Wertung von knapp über 2.000. Ist jetzt auch ein bisschen problematisch, ne? Und 45% Winrate, meine ist auch nicht gut, ne? Aber das spricht nach 26.000 Gefechten, würde ich sagen, für eine gewisse, wie soll ich es jetzt ausdrücken, Lernresistenz? Ja. Lassen wir das Thema. 2000, oh Gott, egal. Okay. Jetzt wollte ich euch zeigen, für was ich Kohle brauche. Das ist halt der Sonntagswahnsinn. Damit müsst ihr zurechtkommen, sonst dürft ihr das Spiel nicht einschalten. Ich bin hier nämlich auf der Reihe. Ja. Ach, ich mache das so. Komm. Ich möchte den hier und den hier. Die Hobelkiste werde ich wieder verkaufen, denke ich. Aber das ist mein neuestes Projekt. Und ihr seht, was die kosten. Oder ja, hier, das ist ein Neuner, das ist geil, oder? Oh. Dann hier, auch ein sehr guter Heavy. Also laut Skill for Two einer der besten Heavys im Spiel. Und ja, das kostet halt Kohle, 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 Kohle. Aber, um den Neuner WZ und den Zehner zu bekommen, haben wir ja bald hier Frontline. Bisschen Werbung machen, beginnt in 7 Tagen, dann machen wir die nötige Kohle und dann hole ich sie mir, denke ich auch. Erfahrung kann ich umwandeln. Ich habe recht viel Erfahrung. Noch, was habe ich hier? 860.000 müsste reichen. Aber ich möchte eigentlich ungern Erfahrung umwandeln. Ich bin da ein bisschen knausrig geworden bei dem Spiel. Ich würde es einfach jetzt mal durch versuchen, so viel Erfahrung wie möglich zu erfahren und wenig Geld da reinzustecken und umzuwandeln. Das finde ich immer doof, manchmal. Na gut, so viel zum Thema Wochenendwahnsinn. Man sieht Spieler mit fast 30.000 Gefechten und einer 2.000er Wertung. Ja, muss man sich geben, wenn man möchte. Wenn man nicht möchte, kleiner Tipp von mir, lasst sonntags einfach den PC aus, geht raus mit der Familie, geht ein Eis essen, geht spazieren oder macht sonst irgendwelche schönen Dinge. Euch wird bestimmt was einfallen. Okay, rechts unten könnt ihr gerne abonnieren und ja, wenn ihr wollt, Daumen nach oben, wenn nicht, ist mir auch egal. Und schaut wieder mal rein, wenn was rauskommt. Ach, wieder, ich sag's jedes Mal, wenn ihr ein Video, wenn ihr einen Clan sucht, schreibt mich gerne an. Wir brauchen immer ein paar Leute, die auch konstant fahren. Jetzt nicht jeden Abend stundenlang, aber die einfach das Spiel ein bisschen suchten manchmal oder jo, abends so ein, zwei Stündchen fahren möchten. Wir suchen immer Mitspieler, ne? Die 7PWH. Wir sind ganz normale Leute. Also, außer ein paar YouTube-Streamern, aber egal. Okay, also bis dann.